Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und schön, dass natürlich du auch wieder mit dabei bist. Es freut mich sehr, dich und euch alle hier wiederzusehen zu einer weiteren Folge von Pioneers of Pagonia. So, wir haben das erste Mal jetzt hier mit der ganzen Pagonia-Geschichte mit Banditen zu tun, die da vorne noch rumkreuchen und einen hier unserer Entdecker angegriffen haben und die Wache, die ist da auch schon in Gefahr. Einmal mit mal eben. Kann ich da ein bisschen was regeln? Moment mal, den habe ich da, die habe ich da hingeschickt. Was macht der dann da vorne? Das ist nicht so gut. Ja, ist dann halt so. Ja, ich brauche dringend Soldaten. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich brauche andere Dinge, die auch ganz dringend sind. Beispielsweise Häuser zum Wohnen. Und eine Taverne, die eben diese. Wo kommt denn die auf einmal her? Habe ich die übersehen? Hat dieses Forsthaus dazu geschlagen? Oder sind die mir einfach in der letzten Folge durchgegangen? Welche großartig hier gesagt, ne, hier bitte nichts mehr machen. Ja, toll. Nein. Also hier bitteschön, nach Möglichkeit doch noch mal so ein bisschen die Axt schwingen. Tut mir ja furchtbar traurig, aber ist so. Feuerholz bitte nicht mehr sammeln. War so froh, dass ich das Zeug da los war. Ich muss, ich glaube, ich muss den Kollegen da irgendwo anders unterbringen. Warte mal. Der wird erstmal wieder schlafen geschickt. Forsthaus. Krieg ich den jetzt mal hier irgendwo unter? Das ist gar nicht so einfach. Man könnte ihn mit ein bisschen Wohlwollen da unterbringen. Wie sieht es hiermit aus? Gefällt mir persönlich sogar noch besser. Forsthaus. So, dann darf der sich da verlustigen. Und das Ding 130 kalt lächelnd ein. Weg damit. Ach so. Das ist ja das andere Thema bei der in diesem ganzen Zusammenhang. Wir brauchen ja auch noch einen Brunnen. Brunnen? Kann ich tatsächlich hier hin? So, dann haben wir den auch. Dann ist endlich der Brunnen auch in Auftrag gegeben. Sodle, okay. Da sind jetzt die Bäume, Gott sei Dank, weg. Ihr könnt wieder schlafen gehen. Und ich hoffe, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Lagerkapazität ist leider erschöpft. Wie sieht es hier aus? Dunkel, sehr dunkel. Es geht auch so langsam dem Ende entgegen. Okay, ja gut. Es sind jetzt noch zwei Nadelholzstämme. Ein Laubholzgedingse ist gerade abgeholt worden. Da mache ich jetzt keinen riesen Heckmeck. Da mache ich jetzt wirklich keinen riesen Heckmeck. Cool, Moment. Da wird jetzt gerade noch ein bisschen Feuerholz gerettet. Das nehmen wir noch mit. Okay, wie sieht's hiermit aus?
Okay, alles Weitere müssen wir abwarten. So. Weg damit. Ja. So, dann haben wir das weg. Jetzt haben wir hier eine schöne Fläche zum Wohnen, zum Anbau von Essen, Getreide, hast du nicht gesehen, und für die Taverne. Jetzt die Frage, was ist am günstigsten, was mache ich am besten zuerst? Nahrung. Gemüsefarm. Die braucht ja einiges an Platz. Ja, ich warte mal noch ab. Nicht zu voreilig sein. Wir bauen erstmal die drei Wohnhäuser. Gehen wir mal ruhig hier nach der ganzen Geschichte hier vor, so wie die das hier vorschlagen. Und ich sehe mal zu, dass ich hier diese drei Wohnhäuser irgendwo hingesetzt bekomme. Es ist die Frage, was ist am günstigsten? Taverne würde sich hier so anbieten, so, ne? Weil hier ist zwar auch jede Menge grün, aber hier die Fläche ist größer. Und es ist halt so, wie es ist. Man kann hier nicht großartig andere Gegenden nutzen für das, was ich vorhabe. Hier komme ich schon zu weit in Richtung Feindesgebiet hier, wenn mit den Banditen und so. Und wir brauchen mehr als, letzten Endes mehr als drei Wohnhäuser. Das wissen wir jetzt schon. Dann würde ich vorschlagen, setzen wir die drei Gebäude. Geht das hier schon los? Kann ich das hier schon hinsetzen oder das Ärger? Einzigen Ärger, den es geben kann, dass ich das Haus zu weit reingesetzt habe und die Taverne das nicht erreichen kann. Ansonsten würde ich das einfach mal probieren. Setze ich meine drei Häuschen hin. So, Proviantmacher können wir gerne auch schon entsprechend in Angriff nehmen. Wo finde ich den? Bäckerei, bla bla bla, vielleicht hier. Proviantmacher, also. Der braucht natürlich auch schon einiges an Platz. Proviantmacher würde sich dann anbieten, tatsächlich den hier hinzusetzen. So, dann haben wir den auch in Auftrag. Oh, Moment. Ist nichts falsch machen. Oh, Moment. Augenblick. Das war ein Schnellschuss. Sofort wieder zurücknehme. Wenn ich hier nämlich die Farm hinsetzen will, muss ich jeden Quadratzentimeter, den ich nutzen kann, entsprechend für andere Sachen freihalten. Wo war der denn jetzt da? Proviant. Hier geht's natürlich nicht. Komischerweise wird es hier gehen. Egal. Ich mach das einfach mal so. So. Dann haben wir da den Proviantmacher. Steinmetz will er schon einen zweiten haben. Steinbruch sowieso. Holzfällerhütte braucht man auch eine dritte. Das ist nicht das Thema. So, ich habe hier das Forsthaus, ich habe hier eine Holzfällerhütte, ich habe hier eine Holzfällerhütte, eine dritte sollten wir unterbringen können. Frage ist wo? Das würde theoretisch gehen. Das würde theoretisch gehen. Einmal drehen.
schon wieder die Banditen. Ich mache das mal so. Ich versuche mal hier so ein bisschen drumherum mich zu mogeln. Augenblick. Ach, das ist der Baum im Weg. Ja, toll. Ist das so? So, was ist mit Banditen? Was? Wahrscheinlich haben die hier. Ach, die kommen hier schon anmarschiert. Das ist ganz, ganz toll. Die haben keine Stärkungsmahlzeiten mehr. Der spaziert hier dreist durch die Gegend wie King Louis. Wo will der hin? Willst du, dass du Land gewinnst? Kann man den nicht irgendwie angreifen? Würde das ja feiern. Gucken die an, der marschiert hier locker, flockig hier durch mein gesamtes Gebiet, verscheucht hier meine Leute, bedroht die. Unfassbar. Was will der hier? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ist er hier am Auskundschaften oder wie? Oder was? Wohl nicht wahr. Jetzt greift er wieder irgendwelche Leute an. Macht da hier riesen Ters hier. Meine Leute geraten hier in Panik. Ich auch. Ein bisschen. Unfassbar. Ja, die hier lassen schon alles fallen. Material ist weg. Sieh zu, dass du da wegkommst. Der klaut mir Sachen. Es wurde was gestohlen. Unfassbar. So, ja, es ist, ja, was willst du machen? So, Steinmetz brauch ich, Steinbruch brauch ich, Holzfäller ist im Bau, Gemüse, jetzt geht es los. Wir brauchen eine Gemüsefarm und wir brauchen Farmland. Proviantmacher ist fertig. Wohnhäuser sind fertig, Taverne, Esstisch. Gemüsefarm würde ich vorschlagen. Was sagt die Zeit? Der hat mich jetzt da, der hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, da der Hampelmann. So, Moment, ich das hier gerade sehe. Forsthaus, du machst jetzt hier alle Forsthaus, Klatsch, Holzfällehütte, ganz ruhig, und dann los, ganz ruhig. War nur ein Bandit, war nichts Schlimmes, war nur ein Bandit. So, du fällst jetzt hier die jungen Bäume, damit die auch weg sind. Der macht das, achso, der macht das sowieso schon. So, dann können die sich da austoben und wenn er hier fertig sein sollte, irgendwann mal. Das kann tatsächlich mal da so bleiben und der sollte sich dann nur um die Erwachsenen kümmern. So ist der Plan. Forsthaus. Du verlagerst deine Produktion mal ganz schnell dahin. Gehen, das soll hier alles weg. Ich brauche den Platz. Ich brauche sowas von dem Platz. Warte. So. Da haben wir unsere Häuschen. Ich brauche eine Gemüsefarm. Und die braucht Farmland und zwar 15 Einheiten, die dann da irgendwie drumherum müssen. Warte mal. Wenn ich die. Nee. Mit dem Drehen, ne? Wieso plane? Ja, toll. Dankeschön. Danke für nichts. So, was sagt die Zeit? Die Zeit rennt. Wenn ich die so plane.
vielleicht mal mit vom Platz her. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Platz die Felder da brauchen. Drehe ich noch einen Millimeter mehr von der Ausrichtung her. Das passt ganz gut. So, Augenblick. Möglichst gerade ein Weg dahin. Ob das so gerade war, weiß ich jetzt nicht. Farmland. Zwei. Vier. Sieben. Und die machen wieder Ärger, aber das ist erstmal egal. Ich muss mich hier um die Geschichten jetzt hier kümmern. 7, 8, 9, 10. Dann haben wir das zumindest schon mal soweit erledigt. Cool, da ist jetzt der Mast mit einem Stück Segel im Weg. Okay, dann hätten wir hier schon mal unser Farmland. Das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Vielleicht hätte ich dann doch noch hier den Platz mehr so mitnutzen sollen. Ich bin hin und her gerissen. Auf der anderen Seite könnte man hier noch ein weiteres Wohnhaus hinsetzen, glaube ich. Warte mal, Wohnhäuser. Immer mit der Ruhe. Bevölkerung. Wo ist er denn da? Wohnhaus. Weil wir müssen ja früher oder später dann noch weitere Wohnhäuser hinsetzen. So, eins würde ich hier hinkriegen. Ob ich da noch ein zweites hinkriege, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nein. Ja, Zukunftsmusik. So, was ist hier los? Wer greift hier wen an? Und ein maskierter Dieb hat ja etwas gestört. Ach, maskierte Diebe haben wir auch. Nicht nur Banditen, wir haben auch maskierte Diebe. Ja, das wird immer besser. Jo. Meine Rache wird kommen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich hätte das vielleicht doch noch ein bisschen anders machen sollen. Vielleicht hier noch ein bisschen Farm und hier weniger oder so. Keine Ahnung. Bin da so ein bisschen in meinem eigenen Denkstrukturen da wohl gefangen. Gildehaus sollten wir bauen. Schneiderei brauchen wir. Wir brauchen eine Taverne. Und 4 Esstische. Ich bin stark versucht, die Taverne hier zu bauen. Moment, wo ist er? Der Marktbrunnen und die Marktstände, den dürfen wir auch nicht vergessen. Hey. Eine Taverne. Etwas wurde gestohlen, ja, das ist mir jetzt erstmal egal. Das ist halt so. Ja, wenn ich jetzt noch 5 weitere Häuser brauche. Eins könnte ich da vielleicht unterbringen. Eins da macht 2, 3, 4. Würde ich noch hinkriegen. Die Taverne hier hinsetze. Augenblick mal. Moment. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt. Ja, da kriege ich aber Probleme mit den Marktständen. Ne? An die muss ich auch noch denken. Da verbrate ich zu viel Platz bzw. Einflussbereich, wenn ich die da hinsetze. Ich setze die einfach mal hier so hin. 4 Tische brauchen wir.
Eins, zwei, drei. Vier. So, dann brauche ich Marktstände. Ich bekäme hier einen hin, da einen hin, da einen hin. Hier auch noch. Aber ich brauche auch diesen Brunnen. Gemüsefarm ist im Bau. Holzwerkstatt auch, das noch. Wir brauchen weiteren Brunnen, ja. Holzwerkstatt, warte mal. Münzschneider, nein. Wo ist die denn jetzt wieder? Ausrüstung, Ausbildung, Moment. Bildhaus, Werkzeugschmiede, Holzwerkstatt. Die ist relativ groß. Die setze ich hier hin. Zack, bumm, fertig ab. Ja, das wird eine lustige Sache hier mit den Banditen und Dieben und hasse nicht gesehen und unseren Planungen bezüglich Nahrungsversorgung und Häuserbau, Wohnhaus vielmehr und dergleichen. Da werden wir uns drum kümmern, vor allen Dingen um diese Banditen. Aber das, eine Einheit wurde schon wieder angegriffen, das ist nicht gut. Silbervorkommen wurde entdeckt, das ist was Schönes, ja. Okay, ja, also wir werden uns darum einiges hier zu kümmern haben, aber erst ab der nächsten Folge. Ich danke euch und ich danke vor allen Dingen wieder dir für deine und für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr hier dieses Let's Play begleitet. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen wie immer alles Gute und genießt die Zeit.